24. Dezember 1971 hatte mich der Bundestag den Fehler begangen, die uralte Nutzpflanze Hanf oder lateinisch Cannabis dem Betäubungsmittelgesetz zu unterstellen. Und seitdem müssen wir Deutschen, egal ob wir konsumieren oder nicht, dafür die Folgen bezahlen. Jeder Deutsche muss, wenn er aufwacht, 38 Cent in Steuersäcke werfen, damit ein Millionenheer von Konsumenten bejagt wird, die sich vom Verbot nicht weiter beeindrucken lassen. 2 Milliarden Euro im Jahr werden aufgewendet, mehr als 130.000 Strafverfahren kommen da pro Jahr zusammen und trotzdem ist die Zahl der Hanfkonsumenten genauso hoch oder niedrig wie zur Einführung des Verbots vor mehr als 40 Jahren. Das liegt nicht daran, dass wir Cannabiskonsumenten besonders intelligente Kriminelle wären, das liegt nicht daran, dass wir besonders geheime Strukturen aufbauen würden, sondern das liegt daran, dass das Hanfverbot nicht funktioniert, weil es nicht funktionieren kann. Weil es nicht gelingen kann, mit Polizei, Staatsanwalt und Gerichten, mit Gefängnissen zu machen. Ich bin deshalb angetreten, um dafür zu sorgen, dass die 2 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr für die Verfolgung von Kindern verschwenden, sinnvoller eingesetzt werden. Insbesondere für Kindergärten, Schulen, Bibliotheken und andere Bildungseinrichtungen. Weil eine vernünftige Drogenpolitik da ansetzt, wo sie aufklärerisch und informationsvermittelnd arbeiten kann. Und nicht da, wo das Kind schon im Brunnen ist. Wenn Leute Cannabis konsumieren, ist es zu spät, um mit ihnen über Drogen zu sprechen. Sie haben mit ihren Kindern ja auch nicht über Sexualität gesprochen, als sie schon den ersten Porno auf dem Handy hatten. Es ist deshalb an der Zeit, dass Sie, liebe Würzburger und Würzburg-Besucher, beginnen, vorurteilsfrei darüber nachzudenken, ob das Hanfverbot ein sinnvolles Gesetz ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es das nicht ist und viele, viele tausend Menschen in diesem Land stimmen mir dabei zu. Bei letzten Umfragen war es sogar so, dass 46% der Deutschen eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums befürwortet haben. Ich will ein Stück weitergehen. Ich will, dass Cannabis mit Alkohol und Tabak gleichgestellt wird. Ich will, dass Hanf zukünftig nicht mehr als gefährliche Droge im Verfolgungsmittel steht, sondern als vergleichsweise risikoarmes Genussmittel im Jugendschutzgesetz sein lassen wird. Dafür werde ich hier heute und an 100 anderen Tagen 100 anderen Veranstaltungen. Ich lade Sie ein, sich hier am Fahrzeug mit Infomaterial zu versorgen, mir Ihre Fragen und Ängste zu schildern. Ich bin bereit, so gut es geht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft eine sinnvollere, eine gesellschaftsschonende Handpolitik haben können. Viel schlimmer ist der Umgang, den unser Staat mit den Cannabis-Patienten pflegt. Wir haben in Deutschland mindestens 500.000 Menschen, die unter chronischen Schmerz leiden. Es gibt Zehntausende andere, die unter Multiple Sklerose, Epilepsie, Tourette, Glaukom oder einer der vielen, vielen anderen Erkrankungen leiden, bei denen Cannabis eine natürliche nebenwirkungsarme Medizin helfen könnte. Aber die Bundesregierung verweigert selbst schwerstkranken Menschen den Zugang zu dieser Medizin. Wer von Cannabis profitieren will, ohne sich strafbar zu machen, muss einen Antrag nach § 3 des Betäubungsmittelgesetzes stellen, sich dazu an die Bundesopiumstelle wenden und ein langjähriges Anmeldeverfahren über sich begehen lassen. Allzu oft versterben die Patienten, bevor ihr Antrag überhaupt bearbeitet wurde. Das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, verschickt dann extrem zynische Briefe an die Angehörigen, in denen gefragt wird, ob der Antrag auch nach der biologischen Lösung noch weiter bearbeitet werden soll. Für die Bundesregierung und ihre Angestellten sind Cannabispatienten nichts anderes als Nummern. Das ist Wahnsinn, der muss so schnell wie möglich aufhören. Und wenn man denn dann einmal wenn man denn dann einmal eine Genehmigung nach § 3 des Betäubungsmittelgesetzes erhalten hat, dann ist der Ärger noch lange nicht vorbei. Diese Genehmigung bedeutet nämlich nicht, dass man ab sofort straffrei mit Cannabis umgehen kann, wie man das mit jedem anderen Medikament machen kann,
sondern man darf sich dann genau eine Apotheke suchen, die mit genau einem Importeur niederländisches Apothekenmarihuana importieren darf. Und dann verringert sich auch noch die Krankenkasse, die Kosten für dieses Medikament zu tragen. Was bedeutet, dass die Patienten, in Deutschland sind es gerade einmal 74, die diese Ausnahmegenehmigung erhalten haben, auf Kosten von 17 bis 21 Euro pro Gramm ihrer Medizin selbst sitzen bleiben. Im Monat kommt da schnell 1.000 oder 2.000 Euro zusammen, die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Das ist ein Problem, weil es die Schwächsten in unserer Gesellschaft besonders trifft. Ich fordere die Bundesregierung deshalb hier und an 100 anderen Tagen und 100 anderen Städten auf, die Cannabis-Patienten endlich als ganz normale Patienten anzuerkennen und natürliches Cannabis in die Regelversorgung der deutschen Krankenkassen zu übernehmen. Genauso wie das in Belgien, in Tschechien, in den Niederlanden, in der Schweiz, in Spanien, in Portugal und in Großbritannien von längst der Fall ist. Es gibt keinen rationalen Grund, Menschen die lebensrettende Medizin vorzuenthalten.